Hey, yo Leute, Crimex hier und heute ist Freitag, was so viel bedeutet wie eine neue Episode der Friday Stunt Show ist am Start, um genau zu sein, die 14. Episode nun schon. Und oh mein Gott, Leute, wir haben auf die letzte Episode innerhalb von einer Woche über 4000 Likes bekommen. Es ist so verdammt krass, wie sehr ihr diese Episode feiert. Und deswegen würde ich mich natürlich auch diesmal wieder freuen, wenn ihr dieser Episode ein Like da lassen könntet, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass es weitergeht. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich schon los. Ich muss davor nur noch eine Sache sagen, und zwar, Leute, bitte ohne Scheiß, haltet euch während diesen Stunts an eurem Tisch fest oder wenn ihr an einem Stuhl sitzt. Und jetzt, Leute, schnallt euch an, es wird so verdammt krass, Leute. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich kann nur sagen, es wird die krasseste Friday Stunt Show, die es bis jetzt auf meinem Kanal gab. Es sind so verdammt viele gute Clips dabei. Bitte, Leute, gönnt euch einfach, schnallt euch an. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Platz Nummer 5 für diese Woche. Platz Nummer 5 wurde eingeschickt von Lukis, und was diesen Stunt angeht, Leute, dazu kann ich euch wirklich nur sagen, ich bin mir sicher, ihr werdet euch nach diesem Stunt fragen, wenn das Platz Nummer 5 ist, was kommt dann noch auf den anderen Plätzen, weil allein dieser Stunt wirklich schon richtig verdammt krass ist, Leute. Bitte gönnt euch einfach diesen Stunt, er nutzt hier diese kleine Kante zum Absprung, macht hier wirklich einen richtig fucking langen Airglide und landet das Teil einfach richtig schön auf diesen Silos, ein wirklich, wirklich schöner Platz Nummer 5 für diese Woche. Weiter geht es mit Platz Nummer 4, und dieser wurde eingeschickt von German Stunter. Er macht diesen Stunt zwar in einem Rennen und nutzt dafür auch Booster, jedoch ist dieser Stunt wirklich trotzdem übertrieben schön, Leute. Gönnt euch diesen übertrieben langen Airglide. Er hängt so verdammt lange in der Luft und fliegt so verdammt lang und landet das Teil hier einfach auf diesem Dach. Also ein wirklich schöner Platz Nummer 4 für diese Woche. Auf Platz Nummer 3 erwartet uns ein BMX-Stunt von Obrox, und hierbei muss ich wirklich sagen, ich habe noch nie so einen BMX-Stunt gesehen, Leute. Er grindet hier einfach über dieses komplette Rail, wechselt zwischendurch mal von Backside auf Frontside, springt einfach von dem Rail ab, macht dann noch einen Grind auf dem Stein, als wäre es nichts, er grindet einfach weiter, also wirklich ein richtig schöner Stunt und ein verdienter Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 befindet sich schon eine wahre Friday-Stunt-Show-Legende. Ihr wisst, um wen es geht, natürlich Networkgate. Dieser hat auch diese Woche wieder einen Stunt eingereicht, und dieser ist mal wieder richtig krass. Er nutzt hier diesen Hügel zum Absprung und macht hier einen richtig schön langen Glide in der Luft und landet das Teil hier einfach auf diesen Strommasten. Und es ist wirklich so verdammt krass, Leute. Er benutzt dafür nicht mal Booster oder sowas und dreht sich sogar noch etwas ein in der Luft. Es sieht wirklich richtig gut aus und ist wirklich ein richtig schöner Platz Nummer 2 für diese Woche. Und nun ist es auch schon wieder soweit, wir kommen zu Platz Nummer 1 für diese Woche, und dieser wurde eingeschickt von Lobin Thomas Box, und dabei handelt es sich um einen Autostunt, und dieser ist wirklich so verdammt krass, Leute. Er macht das hier mit seinem Turismo, aber ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mal die Fresse und, Leute, lehnt euch einfach zurück und genießt diesen überkranken Stunt. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit der Friday Stunt Show für diese Woche. Ich hoffe natürlich immer, dass euch diese Episode gefallen hat. Wenn dem so ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps und schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung und checkt die Kandidaten aus. Sie haben es auf jeden Fall alle richtig verdient. Es waren richtig krasse Stunts dabei. Wenn ihr mir selbst einen Stunt einschicken wollt, dann schaut auf jeden Fall auch mal in die Videobeschreibung. Dort steht alles, was ihr dafür tun müsst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex, und noch einen guten Start ins Wochenende. Ciao.